Erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog und heute mal wieder Thema Messtechnik. Hallo Herr Kammerer, vorab vielen Dank für Ihre sehr hilfreichen Blogs. Sie erwähnten bereits des Öfteren, dass folgende Wasserwerte nicht mit Tröpfchentest, sondern elektronisch ermittelt werden sollten. Sauerstoff, pH. Welche Messgeräte schlagen Sie hier vor und wo bekommt man diese am besten? Vielen Dank für Ihre Aufwendung. Liebe Grüße, Dominik aus Österreich. Ja, Dominik, das ist wirklich ein Problem. Und was es für ein Problem ist, habe ich letzte Woche bei Arthur und Ali erlebt. Da war ich mit meinem WTW-Messgerät, die wirklich sehr genau, auch sehr teuer sind. Das Gerät für Sauerstoff und pH kostet ungefähr 2000 Euro. Das wird von uns regelmäßig kalibriert. Auch das gleich mal vorab als Tipp für alle die, die elektronisch messen. Die Geräte müssen, der Sauerstoffsensor muss bei uns jetzt nicht so häufig kalibriert werden, aber der pH-Sensor sollte wöchentlich kalibriert werden. Er sollte auch immer in der KCL-Lösung gelagert werden, also ist vorne in dem Käppchen, der darf nicht austrocknen. Das ist also schon mal das Wichtigste. Ja, ich war also bei Ali und Arthur, die haben ein Gerät, das kostet glaube ich so 500 Euro, da haben die damals auch eine riesen Internetrecherche gemacht, was ist gut, was ist noch einigermaßen im preislichen Rahmen. Und da haben wir einen pH-Wert gemessen, ich weiß jetzt nicht mehr genau, der war, die hatten frisch kalibriert. Mein Gerät hat 7,4 angezeigt, Ihr Gerät hat 7,2 angezeigt, das war, glaube ich, 0,2 auseinander. Dann habe ich gedacht, naja, das passt noch irgendwie. 10 Minuten später haben wir die Messung nochmal gemacht, dann war der Unterschied schon 0,5. Also, mit anderen Worten, was taugt so ein Gerät? Es taugt definitiv nichts. Ja? Also, wenn man jedes Mal vorher kalibrieren muss und es dann schon ungenau ist und man dann auch nicht genau weiß, wie ungenau ist es, also würde mir jetzt kein ruhiges Gewissen verschaffen, wenn ich mit so einem Material messen würde. Es hilft natürlich, wenn man ein billiges Gerät hat, dass man es vorher mal in die Kalibrierlösung reintaucht, um zu schauen, da weiß man ja, die Kalibrierlösung ist genau 7 oder dann gibt es noch 9,1 oder 9,2. Und wenn der Wert schon mal richtig angezeigt wird, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der gemessene Wert im Teich nachher auch stimmt, relativ hoch. Was aber sehr wichtig ist, was ich jedem empfehlen kann, das habe ich in den Blogs auch schon häufiger gesagt, genauso wichtig wie das Messen der Wasserwerte ist das Plausibilisieren. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel einen pH-Wert messe, würde ich, wenn ich mir unsicher bin, immer auch nochmal die Carbonathärte dazu messen. Und wenn ich zum Beispiel eine Carbonathärte, ich sage es jetzt mal ganz banal, von 8 habe und ich messe einen pH-Wert von 6,2, dann kann das irgendwo faktisch nicht sein. Es könnte nur dann sein, wenn ich megamäßig belüfte, wenn ich also sämtliches freies CO2 aus dem Teich austrage, wenn ich ganz wenig Fische drin habe und wenn ich die wenigen Fische vielleicht auch die Tage über nicht gefüttert habe, dann wäre sowas möglich, ansonsten eigentlich fast unmöglich. Teiche über einen pH, über einen Carbonathärte von 6 tendieren eigentlich immer in den alkalischen Bereich rein. Anders sieht es aus, wenn meine Carbonathärte sehr niedrig ist, wenn sie bei 1, 2 oder 3 liegt, ich viele Fische drin habe, normal belüfte, nicht so stark belüfte, die vielen Fische auch bei warmem Wasser relativ stark füttere, dann kann es natürlich sehr wahrscheinlich sein, dass mein pH-Wert auch mal unter pH 7 fällt, also dann im sauren Bereich unterwegs ist. Also immer sich auch Gedanken machen und das mache ich eigentlich immer, wenn ich an den Teich hinlaufe. Ich war gestern an einem Teich bei Klaus, der Blog wird irgendwann mal ausgestrahlt. Der hatte zu dem Zeitpunkt, als ich ankam, ich hatte Fische dabei, waren 3 Fische drin. Ich hatte mein Messgerät dabei und dann habe ich mir das Setup angeschaut und dann habe ich mir gesagt, der pH-Wert muss bei 8,3 irgendwo liegen, ohne vorher zu wissen, wie jetzt genau die Carbonathärte ist. Aber dort, wo Klaus wohnt, weiß ich, dass in der Regel eigentlich eher ein härteres Wasser ist. Und es war tatsächlich so, er hatte eine Carbonathärte, glaube ich, von 6,5 oder 7. Aber als ich in den Teich reingeschaut habe, normale Belüftung, ganz wenig Koi, relativ viele Algen waren es nicht, es waren ein paar Algen an den Wänden, aber es ist wenig Futter reingeflogen, das heißt wenig freies CO2 in Kombination mit dem in der Region härteren Wasser war mir klar, der pH-Wert liegt irgendwo bei 8,2, 8,3. Da habe ich dann auch einen Blog drüber gemacht, wo ich das dann nochmal erkläre, wie sich das dann in Folge entwickeln wird, wenn mal die Biologie ans Laufen kommt, wenn dann durch den höheren Futtereintrag auch die Algen stärker wachsen, dass dann einfach die Carbonathärte im Wasser gesenkt wird und diese sinkende Carbonathärte auch einen gleichfalls sinkenden pH-Wert zur Folge hat. Also was ich sagen will, plausibilisieren Sie. Ja, beim pH-Wert messen Sie immer wieder die Carbonathärte und das merke ich immer mehr, dass die Carbonathärte eigentlich zu selten gemessen wird. Das auch mal als Tipp an alle. Schauen Sie, dass die Carbonathärte im Vergleich zum Ausgangswasser nicht zu stark abfällt. Also wenn Sie jetzt eine Carbonathärte von 10 im Ausgangs- bzw. Brunnenwasser haben
und Sie messen nachher im Teich eine Carbonathärte von 2, ist das auch ein eindeutiges Zeichen dafür, dass Sie viel zu wenig Wasserwechsel machen. Über die Wasserwechsel schieben Sie ja immer permanent Carbonate respektive Carbonathärte nach. Also schauen Sie da, dass der Unterschied maximal bei ca. 3 liegt. Zumindest dann, wenn Sie ein hartes Wasser haben, wenn Sie ein weiches Wasser haben, was wir auch in vielen Regionen Deutschlands haben. Wenn Ihre Carbonathärte nur 3 ist, dann sollten Sie schauen, dass die maximal auf 2 wegen mehr Abfälle, dass Sie noch Pufferleistung haben. Und die, wo mit einem so weichen Ausgangswasser arbeiten, die sollten natürlich dann auch immer schauen, dass sie mit Calciumcarbonat den Teich aufhärten, dass im Zweifel das CO2, das freie CO2, wieder mit dem Calciumcarbonat in Lösung geht und zusammen mit Wasser Calciumhydrogencarbonat bildet, was dann wieder die Carbonathärte ist. Dass einfach genügend Puffersubstanzen sind und wie es der Name schon sagt, das puffert den pH-Wert und sorgt dafür, dass es nicht zum sogenannten Säuresturz kommt, wo dann irgendwann mal der pH-Wert praktisch ungebremst ins saure Milieu abrutscht, was dann auch zu Todesfällen im Bestand beitragen kann. Und ansonsten, die ganzen billigen Messgeräte, die ich seither gesehen habe, die elektronischen, die taugen nichts. Die Tröpfchentests taugen meines Erachtens noch weniger, wie häufig mir Kunden gesagt haben, ich habe einen pH-Wert von 8 und habe es mit Tröpfchen gemessen. Und dann mache ich immer genau das Spiel und dann lasse ich mir erklären, wie groß ist der Teich, wie groß ist das die Carbonathärte im Ausgangswasser, wie viel Wasserwechsel werden gemacht, wie viel wird gefüttert, wie stark wird belüftet. Und dann kann ich mit meiner Erfahrung ziemlich genau sagen, stimmt das, was mit den Tröpfchentests gemessen wurde, oder liegt da mal wieder ein Messfehler vor. Und in der Regel liege ich da erschreckenderweise sehr häufig ziemlich genau richtig. Und es zeigt sich dann, wenn man es elektronisch hochwertig misst, ein ganz anderer Wert, wie das, was die Tröpfchen anzeigen. Genauso, und da bin ich wieder bei Arthur und bei Ali, die standen mal hier in der Quarantäne, dann haben die mir ihr Setup erzählt. So kamen wir übrigens dann auf dieses elektronische Messgerät. Die kamen wirklich von Regen in die Traufe. Der Regen waren die Tröpfchentests, die Traufe war nachher das elektronisch günstige Gerät. Da haben die mir erzählt, sie haben in ihrer Innenhalterung mit Sauerstoff kein Problem, der liegt permanent bei 10 und 11. Sag ich, arbeitet ihr mit dem Sauerstoffkonzentrator? Nö. Dann sage ich, wie will dann 10, 11 rein? Wie ist die Wassertemperatur? Ja, 24, 25 Grad, sage ich im Innenraum. Habt ihr Tageslicht? Sind da überall Algen, die tagsüber Sauerstoff produzieren? Nö. Dann sage ich, das kann nicht sein. Euren Sauerstoffwert muss unter 7 liegen. Und am Ende war es auch so, als man es dann gemessen hat. Ich war dann, glaube ich, bevor die ihr Gerät gekauft haben, war ich, glaube ich, schon mal dort. Ich kann mich jetzt nicht mehr so im Detail erinnern. Aber das war genau die gleiche Geschichte. Und wie oft ich die Leute erlebe, dass sie mit diesen Tröpfchentests messen, gerade Sauerstoff, pH, und jetzt kommen Werte raus, die optimal sind oder die sogar überoptimal sind in dem Beispiel mit dem Sauerstoff. Und am Schluss ist es eine reine Katastrophe. Sandra sagt, glaube ich, immer, lieber so messen als gar nicht messen. Ich bin der Auffassung, nichts ist gefährlicher als einen falschen Messwert, weil der uns natürlich wieder dazu verleitet, Dinge zu tun, die dann in so einem Moment vielleicht absolut kontraproduktiv sind und den Koi entweder schaden oder sie auch zum Tod führen können. Weil ein Sauerstoffwert von 10, 11 Grad in Innenhalterung, wo man die Fische großziehen möchte, naja, wenn der Sauerstoffwert so super ist und meine Filterbakterien sind am Arbeiten, ich habe also kein Ammonium, kein Nitrit drin oder da nur Spuren, dann kann ich ja noch mehr Gas geben. Aber genau dieses noch mehr Gas kann am Ende dazu beitragen, dass die Grenzwerte der Wasserparameter schnell erreicht sind oder auch unterschritten sind. Und so kann ich eigentlich jedem, und ich muss jetzt auch nochmal das Ganze etwas gemäßigter ausdrücken, jeder, der Koi-Haltung intensiv betreibt, der seine Fische am Wachsen hat, der in seinem Teich massiv füttert, der wirklich sich zum Ziel gesetzt hat, die Fische groß zu bekommen, der sollte sich wirklich ein hochwertiges Gerät, zum Beispiel von WTW, anschaffen. Und wenn man mal sieht, was die ganze Koi-Aufzucht kostet am Ende, über die Kosten hatten wir es auch schon häufiger, wird man relativ schnell merken, dass so ein hochwertiges Gerät auch uns 2000 Euro kostet, im Gesamtkontext irgendwo noch im Rahmen liegt. Ja? Wenn Sie jetzt aber einen normalen Koi-Teich pflegen, wo ausreichend Wasserwechsel machen, eine vernünftige Belüftung haben mit allem drum und dran, dann ist es vielleicht fraglich, ob so ein teures Messgerät unbedingt notwendig ist, weil solche Systeme eigentlich zumindest oder vor allem dann, wenn ausreichend Wasserwechsel gemacht werden pro Woche, die 25%, dass dann in der Regel nicht so schnell die Grenzwerte erreicht sind und man da auch nicht ganz so panisch sein sollte. Es ist ein schwieriges Thema, es ist auch ein schwieriges Thema, was empfehle ich Ihnen? Ich kann Ihnen da nur aus der Erfahrung heraus sagen, dass die Leute, die richtig Vollgas geben,
erreichen die Grenzwerte sehr schnell. Wohingegen die, die das Hobby eher gemäßigt machen, ich sage jetzt mal, wenn sie einen Fisch auf 2000 Liter haben, wenn sie eine Carbonathärte im Ausgangswasser von zwischen 6 und 10 irgendwo haben, wenn sie 25% in der Woche an Wasserwechsel machen, wenn sie vernünftig belüftet haben und wenn sie die Fische auf dem normalen Wachstum halten, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie mit dem pH-Wert bzw. mit dem Sauerstoff irgendwann mal Probleme bekommen, bei Null. Ja, Null gibt es natürlich nicht, aber relativ bei Null. Anders sieht es aus, wenn Sie ein Fisch pro Kubikmeter haben, wenn Sie richtig Vollgas geben, wenn Sie die wegen mir mit 1,5, wenn Sie jetzt kleinere Koi haben, 1,5 bis 2% Futtermenge in Relation zum Fischgewicht pro Tag füttern, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie den Grenzwert relativ schnell erreichen, relativ groß. Und auch dann, wenn Sie die 25% Wasserwechsel pro Woche machen. Und dann spielen natürlich wieder diese viele, viele kleine Stellrädchen, die vielen kleinen Parameter eine große Rolle. Also wie exakt hoch ist Ihre Carbonathärte etc. pp. Und dann sollten Sie halt messen und kontrollieren. Weil ansonsten kann es Ihnen wirklich passieren, dass Sie Ihren Teich an die Wand fahren. Und das passiert leider immer noch jedes Jahr sehr häufig in Deutschland. So, also das ist mein Beitrag zum Thema Messtechnik und Thema billige elektronische Geräte bzw. Tröpfchentest. In diesem Sinne, machen Sie es gut, bis zum nächsten Blog und danke für Ihr Interesse.